Évariste Galois ist im Jahr 1811 geboren und im Jahr 1832 verstorben. Mit diesen Informationen ist es richtig zu behaupten, dass er verstorben ist im Alter von 20 Jahren, 21 Jahren, 22 Jahren, 20 oder 21 Jahren, 21 oder 22 Jahren. Nehmen wir an, er ist im Oktober 1811 geboren. Ist er im Jahre 1832 vor Oktober verstorben, so wurde er 20 Jahre alt. Ist er im Jahre 1832 nach Oktober verstorben, so wurde er 21 Jahre alt und demzufolge ist Antwort D die richtige.